In diesem Gebäude befindet sich das Büro von Rheinmetall, also einem deutschen Rüstungsunternehmen, das jegliche Moral und jegliche Ethik vergessen hat. Wir wollen keine deutschen G3-Gewehre mehr in Nusaybin, in Jizir, in Ahmed sehen. Wir wollen keine amerikanischen Flugzeuge mehr über Bashur sehen. Wir wollen keine italienischen Kampfhubschrauber mehr über Afrin sehen, über Rajo, über Jindirese. Wir wollen Frieden in Kurdistan und wir wollen frei und selbstbestimmt als Kurdinnen und Kurden, als Demokratinnen und Demokraten im Mittleren Osten leben. Bei einer Verfassung ist die deutsche Bundesregierung, ist aber auch die deutsche Zivilgesellschaft, wenn weiterhin Panzer in Krisengebiete wie Kurdistan geliefert werden, wenn weiterhin Heckler und Koch, Rheinmetall, Krauss Maffei und wie sie alle heißen, Waffen in unserem Land, in Deutschland produzieren und nach Kurdistan, an die Türkei und sonst wen exportieren. Was sagt es über die Moral, über die Ethik, über die Verfassung dieses Landes, wenn das weiter möglich ist? In diesem Gebäude befindet sich das Büro von Rheinmetall, also einem deutschen Rüstungsunternehmen, das jegliche Moral und jegliche Ethik vergessen hat. Mit Granaten und Panzern von Rheinmetall wird heute ein demokratisches Gesellschaftsprojekt in Nordsyrien angegriffen. Rheinmetall produziert seit über 100 Jahren Panzer, Artillerie, Waffen, die im Namen von Deutschland in die ganze Welt verkauft werden. Es sind die Leopard 2 Panzer und die Leopard 1 Panzer von Rheinmetall, die heute unsere Heimat Kurdistan bombardieren, die heute unsere Kinder, unsere Verwandten und unsere Freundinnen und Freunde massakrieren. Wir sagen deswegen nicht nur an die Adresse der deutschen Bundesregierung, sondern auch an jedes einzelne deutsche Rüstungsunternehmen, an jeden Manager der deutschen Rüstungsunternehmen, an jede Person, die in den Fabriken der deutschen Rüstungsunternehmen arbeitet. Wir verachten das, was ihr tut. Schämt euch dafür. Wie könnt ihr schlafen, während in unserer Heimat Kurdistan Menschen mit euren Waffen, mit euren Bomben und mit euren Panzern abgeschlachtet werden? Rheinmetall, Krauss Maffei, ThyssenKrupp, Mercedes und wie die ganzen Rüstungsunternehmen heißen, ihr werdet eines Tages dafür Verantwortung zeigen müssen, dass ihr heute unsere Städte, unsere Dörfer und unsere Menschen in Kurdistan zerstört und abschlachtet.